So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass ich von ihm auf den Fuß beschließen kann. Du schaust ja ausgetrocknet aus. Weißt du, was zu trinken, gell? Ja. Portugal wird's. Portugal wird's, ganz sicher. Ja, ich tippe auf Österreich. Ist eine Möglichkeit, aber Portugal wird's. Es ist einfach klasse, wenn ein tolles Fußballspiel ist, dass man mit seinen Freundinnen und Freunden herkommt, dass man Leute kennenlernt und mit möglichst vielen Menschen das einfach gemeinsam anschaut. Und die Stimmung ist großartig. Wir haben eh gerade vorher geredet, es wird immer mehr. Bei der WM vor 2 Jahren war noch nicht so viel los. Wie glaubst du, geht das Spiel aus? Für wen haltest du? Für gar keinen. Ja, da muss ich meinen Mann fragen. Nicht diese Fragen. Ich glaube, die Spanier putzen die Italien weg. Ja, ich wünsche es mir sehr, dass dieses Märchen wahr wird und Spanien den Titel verteidigt und dann 3 Titel in Folge macht. Warum Italien? Die gewinnen fix. Das ist meine Lieblingsmannschaft und die spielen super und ja, und ich gewinne immer. Mir geht's dir? Super. Ich wünsche, dass Spanien gewinnen. Eine Kamera, einmal winken. Winken? Und jetzt sagst bitte, wie es ausgehen wird. Ich glaube 2-1 für Spanien. Ganz klar Italien. Wie geht's aus? Spielendstand? Spielendstand ist 2-1. Und wer wird die Goal machen? Haben Sie einen Tipp? Ja, Finesta und Iniesta. Balotelli und dir noch. Iniesta und Fabregas. 2-mal Balotelli. Wie geht's aus? 2-1 Italien. Wie geht's aus? 2-0 Italien. Wer schießt da? Balotelli und Pirlo. Einer Meinung? Aber die Italiener sind mir so leid, weil die Spanier haben jetzt eigentlich schon so oft gewonnen. Also irgendwie finde ich, sollten wir eigentlich auf die Italiener mal gewinnen. Also beide sollten gewinnen. Sehr soziale Fußballeinstellung. Ich schaue mal, wer führt und ich halte dann für den anderen, weil der tut mir dann mehr leid. Verstehe. So im Spiel dann. Und immer schon Viva España dein Motto gewesen? Immer. Wird immer sein. Wurscht, ob es ausscheiden oder nicht. Egal. Und würde Österreich spielen? Nein, Österreich, das hat nichts mit Fußball zu tun. Nein, um Gottes Willen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, was soll ja jeder machen? Ich bin ein bisschen nervös heute noch. Man wurscht, wer gewinnt, aber hauptsächlich die Deutschen sind draußen. Wie lange hat dein Styling dauert? 5 Minuten circa. Kennen wir uns aus, wir Frauen mit den Fußballern? Schon, weil ich bis jetzt jedes Spiel gesehen. Ich kenne mich aus, ja.